Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar habe ich heute Produkte vom Aldi mir gekauft. Das sind spezielle Osterprodukte. Also ich weiß nicht, ob es die nur bei Ostern gibt, aber auf jeden Fall jetzt werden sie im Prospekt beworben. Um was es geht, nach dem Trailer. So, hier sind wir wieder. Und zwar geht es um Gourmet. Das sind so kleine Gläschen, so Dessertteile. Davon haben wir 4 Stück. Die werden wir gleich mal probieren. Und dann gibt es hier, sehen aus wie so kleine Mini-Hamburger. Ja. Die sind gesalzen, gebuttert, karamellisiert, Schokolade, Praline, Pistazien, Himbeer und Vanille. Ja, ja. Ob die was können? Weil die sind auch nicht gerade günstig. Ich glaube, die hier, die liegen bei irgendwie 2 Euro oder sowas. So ein Dreh. Und die Kiste irgendwie 3,50. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal hier mit den Mini-Hamburger an. Sind auf jeden Fall schön verpackt. Ja. Fühlt sich an so. Hört man, glaube ich, auch an wie so, als wäre das so eine Art Esspapier. Probieren wir das mal. Die sind gut. Also das war jetzt auf jeden Fall Pistazie. Sehr cremig. Schluffig. Und auch verdammt mächtig auf jeden Fall. Aber schmeckt sehr gut. Boah, wenn ich den ganzen Test jetzt die ganzen Dinger essen würde, bin ich aber satt für die nächsten Tage. So, hier nehmen wir noch ein helleres. Das Karamell. Auch sehr gut. Also bis jetzt tipptopp. Aber mega geil. Leute, aber schätze nur noch eins. Also ich probiere jetzt nicht alle aus. Wenn das jetzt auch noch gut schmeckt, dann haben die anderen 3 automatisch gewonnen. Boah, puh. Da kriegt man ja einen Zuckerschock. So, ich kann ja mal eins aufmachen. Das sieht auch aus, als wäre da Karamell. Interessanterweise. Kann da hier mal gucken. Ja. Ja, oder speisen wir zur Hälfte rein, oder? Ja, ist auch okay. Das soll jetzt Praline darstellen. Schmeckt auch in der Praline. Naja, aber die sind geil, die Teile auf jeden Fall. Kaufempfehlung: sehr, sehr gut. Wird man zwar scheinschwanger davon, aber die sind schon sehr, sehr mächtig. So, und jetzt kommen wir zu den kleinen Desserts. Wir hatten jetzt hier. Ah, einen Moment, Mango, Passionsfrucht. Machen wir da mal auf. Jo. Sieht aus wie eine Kerze. So. Und ich stelle die Kamera ein bisschen um. So. Damit ihr auch was seht. So, ich gehe direkt bis unten rein. Wie man sieht, sind da so mehrere Schichten. So. Ja. Dann probieren wir das mal. Kann man essen. Boah, aber auch wieder sehr, sehr süß. Was auf jeden Fall dominiert, ist die Frucht hier oben drauf. Die ist so hier oben drauf, die ist verdammt süß. Das untere kriegt man so eigentlich gar nicht mit. Ich versuche jetzt mal nur das untere zu nehmen ohne das Chili. Ja. Das untere hat so, hat was von Tiramisu.
Ja. Ja, schmeckt ganz gut, aber wie gesagt, Kalorienbombe, ne? So, dann nehmen wir jetzt mal rote Grütze. Ja. Natürlich kann man die Gläser nachher für was anderes verwenden. Kann man so als Schnapsgläser nehmen oder so. Auch wieder drei Schichten. Ich gehe natürlich jetzt wieder erstmal durch alle drei Schichten. Ups. Ja. Das schmeckt mir jetzt persönlich ein bisschen besser, weil es jetzt nicht so süß ist. Das obere hat was von Erdbeerjoghurt. Ja, sind auch kleine Bröckchen drin hier, so Erdbeerknüppelchen. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Ja. So, mal gucken, ob die Kamera das hinkriegt. Das sind auf jeden Fall so kleine Erdbeerstücke. Die sind gut. Also. Die sind nicht schlecht. So. So, und jetzt haben wir Erdbeerpistazie. Ja, auch wieder, wie man sieht, drei Schichten. So. Art Gelee wieder. Auch wieder hier. Okay, hier sehe ich jetzt aber. Ja, okay. Ich wollte sagen, hier sieht aus, als hätten die ein bisschen mehr von dem Weißen reingemacht. Aber das ist irgendwie ein kleiner Produktionsfehler. So, auch wieder hier gehen wir nach ganz unten. Ja, sehr geil. Das schmeckt nach Erdbeere, definitiv richtig geil nach Erdbeere und extrem nach der Pistazie. Also ich esse ja sowieso super gern Pistazie, aber hier kommt der Pistaziengeschmack mega gut rüber. Keine Frage. So, jetzt wird es ein bisschen interessant. Und zwar mit Kaffeegeschmack. Auch wieder drei Schichten. Auch ein bisschen dekoriert. Das hatten die anderen drei jetzt nicht. Schade eigentlich. Hätte man ja machen können. Ja, das ist auch extrem dick. Also härter. Nicht dicker, sondern härter. Man kriegt es ein bisschen schwer aus dem Glas. Ja, so sieht es dann aus. Ja, das ist jetzt schwierig. Also, hier dominiert auf jeden Fall der Kaffeegeschmack. Das schmeckt so wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt so Schokokaffeebohnen, die man so essen kann. So schmeckt das ganze Dessert auf gut Deutsch. Auch sehr kalorienlastig, also man würde jetzt nicht unbedingt drei, vier Gläser davon essen können, also auch höchstens eins, und dann ist man schon für die nächsten Tage platt. Ne, aber auch lecker. So, kleines Fazit. So. Die zwei, die sind mein absoluter Gewinner. Die schmecken super gut. Die sind auch nicht super mächtig. Da kann man locker was von essen und man kriegt dann eine normale Mahlzeit runter. Die sind lecker. Ja, und von den kleinen ja, Gebäckteilen hier empfehle ich komplett. Das schmeckt mega, mega geil. Ist optimal, wenn ihr jetzt zu Ostern Besuch bekommt oder so. Einen Kaffee natürlich ein bisschen anrichten und jeder so ein Kekschen oder zwei. Dann sind die sowieso satt, die Leute. Also perfekt, kann ich euch empfehlen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Daumen drauf, abonniert den Kanal und ciao.